In diesem Video gibt es nicht nur einige tolle Koi zu bestaunen, sondern auch etwas zu gewinnen bei Koi Müller Erzgebirge. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Heute bei Koi Müller Erzgebirge. Ein Licht am Ende des Tunnels sozusagen, so habe ich mir das zumindest bei der Intro gedacht. Und ich war mit der Kamera vor Ort beim Frühlingsfest. Und hier gab es gleich mehrere Aktionen, wo es auch was zu gewinnen gab. Es gab einen Stand, wo man seine Wasserwerte messen konnte, aber auch reichlich anderes zu entdecken. Koi Müller Erzgebirge, wie der Name schon sagt, sitzt im Erzgebirge und da gibt es auch hier die rauchenden Koi-Händler. Das sind original handgemachte Räuchermännchen und die gibt es hier exklusiv bei Koi Müller zu erwerben. Für die Kinder gab es auch reichlich zu tun. Gleich mehrere Spiele sorgten für Beschäftigung, sodass die Erwachsenen sich natürlich ausgiebig mit den Fischen beschäftigen konnten. Oder auch was essen, Steak und Bratwurst-Grillspezialitäten aus dem Erzgebirge. Hier wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein kleines Gewinnspiel war auch mit dabei, so dass man hier auch mit ein paar Gimmicks letzten Endes nach Hause gehen konnte. Doch jetzt schauen wir einfach mal ein bisschen in die Anlage rein. Ich war ja auch in den letzten Jahren schon mal vor Ort und tatsächlich hat sich gar nicht ganz so viel verändert. Warum sollte man auch gut bewährtes verändern? Sach- und fachgerechte Beratung werdet ihr hier bei Koi Müller Erzgebirge reichlich finden. Man ist hier nicht nur Stützpunkthändler für Genesis, deswegen werden hier auch alle Becken mit Genesis-Fließfiltern vorgefiltert, sondern es gibt ja auch noch reichlich anderes, auch Oase-Produkte, aber natürlich auch jede Menge Koi in zig verschiedenen Becken, wo ihr jetzt mit mir ein bisschen reinschauen dürft. Die Becken sind als Hochteiche gebaut, sodass man da auch schön dran stehen kann, die Fische begutachten oder natürlich auch den ein oder anderen aussuchen, der vielleicht mit nach Hause in den eigenen Teich einziehen darf. Dabei gibt es ja auch verschiedenste Größen, von richtig großen Brummern bis ordentlich Tosei, und davon hatte man auch reichlich zur Auswahl, von Standard bis Premium-Qualität. Hier Becken Nummer 12, alle Becken ordentlich durchnummeriert und hier gleich noch Becken Nummer 13. Ihr merkt schon, da ist doch einiges zu sehen hier bei Koi Müller Erzgebirge. Man mag es vielleicht nicht so erwarten, aber der Laden ist größer als ihr denkt. Und was ich auch immer wieder feststellen musste, wenn ich hier Kontakt habe oder auch immer, wenn ich vor Ort bin, man wird hier super herzlich empfangen. Und das finde ich immer wirklich sehr, sehr schön. Hier gibt es nicht nur Räuchermännchen zu erwerben, sondern zusätzlich zum Koi-Handel hat man hier auch noch ein Ladengeschäft. Man ist ja, wie gesagt, zertifizierter Experte in Sachen Oase, aber auch im Bereich der Firma Söll, also zum Beispiel Wassertest, aber natürlich auch Genesis-Stützpunkthändler. Ich wandere mit der Kamera einfach mal ein bisschen durch. Man hat hier ein recht gutes und breites Sortiment, also wirklich alles, was es rund um den Teich oder Teichbau benötigt. Und man berät ja auch Leute, die sich Teiche bauen, und realisiert natürlich auch Teichbauprojekte. Hier dann einmal die ganze Riege an Wassertests von der Firma JBL. Und hier wird auch Futter vertrieben, und zwar das Kampai-Futter. Und an diesem Tag durften wieder einige Fische und auch Gegenstände die Anlage verlassen. So ein Frühlingsfest ist doch immer ein schöner Anlass, sich auch mal wieder mit den wichtigsten Dingen zum Saisonanfang einzudecken. Hier dann einen Blick in die Tosei-Becken. Wirklich eine tolle Auswahl. Und man hat hier viele, viele verschiedene Varietäten, wie zum Beispiel vom Züchter Yamazaki. Und gleich möchte ich noch mal einen
der langjährigen Kunden von Kolmüller Erzgebirge, zu Wort kommen lassen, damit ihr euch über ihn vielleicht auch einen Eindruck verschaffen könnt. Wie lange machst du das mit dem Hobby schon? Also ich habe schon früher, vor 20 Jahren, habe ich schon Kontakt gehabt mit Kois. Da hatte ich einen kleinen Teich im Garten. Und das hat sich auch dann wieder verworfen, weil ich sehr viel umgezogen bin. Und vor ein paar Jahren haben wir dann ein Haus gekauft. Und da habe ich gedacht, ich fange nochmal an. Ja. Und da ich aus Grottendorf komme ursprünglich, habe ich auch dann Bezug zum Kolmüller in Grottendorf. Und da war ich mal hier, habe ich mal beraten lassen. Ich hatte erst einen kleineren Teich, habe dann ein paar kleine Kois mitgenommen erstmal. Und das hat mir dann nicht mehr gereicht. Und dann haben wir gesagt, hier, jetzt bauen wir nochmal was Richtiges. Und da haben wir dann einen relativ, also 20.000 Liter Teich circa gebaut. Und da bin eigentlich sehr zufrieden. Ein Genesis-Filter ist verbaut, eine große Biotonne, so für 30.000 Liter circa. Also ich habe noch genug Luft, dass ich noch ein paar Fische reinsetzen kann. Habe auch schon einen guten Besatz, also auch schon von der Größe her so bis zu 75 cm ist da schon drin. Ja, also ist schon immer wieder interessant, jedes Jahr neue Fische zu sehen. Und dann muss man halt abwägen, wie viel kaufst du jetzt wieder neu, weil die bleiben ja auch lange erhalten. Und ich suche schon sehr aus, was ich nehme. Aber ich bin ja immer wieder glücklich, in den Teich zu schauen und mir die Fische anzugucken. Und heute nochmal schauen, ob was Passendes dabei ist. Ich hatte vorige Woche schon meine Fische geholt, die ich dieses Jahr bestellt hatte, weil da mehr Ruhe ist. Weil dann, wenn du jetzt noch rausfängst und es sind so viele Leute da, ist es für die Fische auch nicht ganz so gut. Und da ist auch ein größerer Fisch mit dabei gewesen ist, habe ich gedacht, lieber vorher holen. Heute nochmal gucken, was noch so da ist. Ne? Vielleicht nimmt man noch ein, zwei mit, das werden wir dann sehen. Aber im Großen und Ganzen habe ich meinen Einkauf eigentlich vorige Woche schon erledigt. Und so ist es dann auch gekommen. Ich zeige euch nochmal ein, zwei Fische in der Wanne. Und ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant, euch einen Eindruck über Kolmüller Erzgebirge zu verschaffen. Und wenn ihr das interessant fandet, gebt mir doch ein Like für das Video. Bei Fragen, Anregungen, Kritik, bitte postet es direkt bei YouTube unter das Video. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert den Kanal. Hier gibt es jede Woche neue Videos rund um das Thema Koi. Und damit verabschiede ich mich. Bis dahin, Leute. Ciao.